Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht's ans Aufräumen. Hört sich ein bisschen blöd an, dass ich das eigentlich filme. Aber was ich ganz gerne machen wollen würde, wäre den Schreibtisch, ist relativ interessant, mal komplett, ja nicht auseinandernehmen, aber alles, was da drin ist, alles, was da drauf ist, rausnehmen. Also er hat einen riesigen Kabelkanal zum Beispiel. Da sind auch nochmal ein paar Kabel, die da aus der Wand kommen, zum Rechner hin. Und dann werde ich, wenn das fertig ist, den Rechner mal formatieren, mal sauber machen. Dann, die ganzen Monitor neu anschließen. Ein Monitor kommt ja noch dazu. Und dann werde ich quasi das Soundequip anschließen. Allerdings wahrscheinlich in einem extra Video, weil, jetzt kommt es nämlich, wenn ich das einfach nur irgendwo zwischendurch reinschiebe, dann, ja, ich glaube, das Soundequip braucht schon ein extra Video. Ich hoffe, das lohnt sich auch, was ich dann da zeigen kann. Also ich kenne es noch nicht, das neue Interface. Deswegen mache ich es erstmal so. Und, wie man in der Ecke wieder sehen kann, da steht Werbevideo. Ich bin hier für nichts bezahlt worden, kleine Info vorweg, aber weil ich halt unzählige Produkte gleich wahrscheinlich in die Kamera halten werde und zeigen werde, schreibe ich da mal wieder Werbevideo rein. Wenn ich für irgendwas bezahlt werde, steht es in der Videobeschreibung. Also, viel Spaß und los geht's! Aber bevor es richtig losgeht, muss ich erstmal hier den Raum ein bisschen leer räumen, der ist schon voll. Und der ganze Schreibtisch ist auch voll ohne Ende. Vor allen Dingen, wie gesagt, der Kabelkanal. Das ist der Wahnsinn. So, aber dann fahren wir das mal hier raus, glaube ich. Was ist das denn alles? Kopfhörer, USB-Kabel, die Alexa. Die kommt später dran. Alexa-Netzteil, auch hier rein. Oh, Entschuldigung. Eine Anleitung, Kreditkarte liegt hier drin, voll gut. USB-Stick und ein Temperaturmesser. 18 Grad hat mein Schreibtisch. Ah, der Stuhl kann auch mal hier raus. Da wollte ich mir auch mal einen neuen holen. Jetzt geht's hoch. Hier ist übrigens meine Vive drin. Und da die jetzt kabellos ist, kann ich das ganze Ding relativ easy erstmal hier rausrollen. Und das macht das Steuergerät auch überflüssig. Das ist quasi das Vive-Steuergerät. Und da, wie gesagt, kabellos, braucht man das schon mal nicht. Sondern nur noch den da in der Ecke. Das ist quasi der Wi-Fi-Giga-Wi-Fi-Überträger. Wie ist da Bescheid? So, hier sieht man, dass hier ein bisschen Dreck ist, aber ich meine, wer macht schon hinter seinem Monitor so oft sauber? Vor allen Dingen, wenn man eh das vorhat, was ich jetzt vorhab, dann wartet man ja eh, bis man damit anfängt, auch wenn er dann ein halbes Jahr dauert. Viele fragen immer nach dem Aufbau hier, das sind quasi zwei Lampen mit dem dementsprechenden Netzteil und der Kamera. Das ist quasi eine Logitech Brio auf diesen komischen Stangen. Also die gab es bei eBay mal, also so Kamerahalter, die man fest irgendwo fixieren konnte. War allerdings immer nur so hoch. So, und dann habe ich mir halt, keine Ahnung, 9 oder 10 Stück bestellt und habe mir dann so alles zusammengeschraubt, damit man dann die Lampen über die Monitore hängen kann und auch die Kamera, weil ich halt nicht so riesen Softboxen haben wollte. Mittlerweile gibt es das auch von sehr großen Herstellern. Solche Lampen, die man sich dann dahinter hängen kann, die auch relativ klein sind, so LED-Panels. Aber die kosten auch ein Schweinegeld. Ich glaube, hier hat eine Lampe, also nur eine Lampe hat, glaube ich, ein 20 gekostet. Plus Netzteil. Gut, am Netzteil muss ich ein bisschen was bauen, damit wir das auf beide Lampen bekommen haben und wir nicht zwei Netzteile brauchten. Vielleicht Lampen zusammen mit den Haltern. 80 Euro oder so tippe ich jetzt mal drauf. Also schon ein paar Tage her. Gab es bei Amazon. Einfach mal nach LED-Panel suchen. Und das kann man dann so rausnehmen. Das ist eigentlich ganz cool. Hier, so sieht das dann aus. Das haben wir dann extra zusammengebaut und dann war das so ein Modul. Und die Lampen, die kann man auch, wo sind die, glaube ich, alle? In der Helligkeit. Also da sind einmal kalte Dioden drin und warme Dioden und dann kann man quasi mit den beiden Reglern so genau den richtigen Farbton einstellen. Und das sind die, pass auf, R1000B. Weißt du Bescheid? Und der Netzteil ist irgendwas von Konrad. Aber Netzteil-Leistungsberechnung machen wir jetzt hier nicht. Da müsst ihr dann nochmal googeln und ja, wir machen jetzt hier erstmal nur ein bisschen Klartisch. Und das war geil. Die hat mein Bruder gesagt, das war bei ihm schon so oft in der Waschmaschine. Und ich denke mir immer so, Waschmaschine? Die kann man waschen? Aber ich werde es mal in die Waschmaschine tun und dann berichten. Und noch eins, was ich ansprechen wollte, und zwar habe ich schon gesehen unter den anderen Videos, ich habe ja schon zwei, dass quasi gefragt wurde, von wegen, verlost du dann die alten Teile? Will ich prinzipiell nicht machen. Also klar kann mal sein, dass irgendwann mal irgendwo eine Verlosung kommt, wenn das quasi von so einer Kooperation ist zum Beispiel. Aber ich will nicht hier quasi so einen, wie nennt man den, so einen Verlosungs-Channel machen. Also ich möchte nicht, dass hauptsächlich die Leute hier den Kanal abonnieren, weil man hier was gewinnen kann. Also das will ich tunlichst vermeiden und damit ihr Bescheid wisst. Wenn ich was über habe, dann verkaufe ich das wahrscheinlich über eBay, keine Ahnung, und tue mir damit neues Equip beziehungsweise spende auch mal was. Das haben wir ja auch schon mal öfter gemacht. So, das ist geil. Alle anderen Kabel sind von unten. So, willkommen unterm Tisch. Hier ist quasi der Rest drin. Jetzt geht's ab. Und da denkt man sich dann, so viel lag doch gar nicht auf dem Schreibtisch. Oh, da ist eine Verlängerungsschnur drin. Cool. Aber nur eine, wie man sehen kann.
Die kommt direkt aus der Steckdose. Das ist doch schon mal vorteilhaft, Peter. Was ist denn hier alles drin? Tisch ist leer und vor allen Dingen auch sauber. Jetzt werde ich den Tisch mal ganz kurz resetten, weil da nichts mehr drin ist. Also der Kabelkanal ist leer. Das ist das Netzteil vom Tisch, Steuergerät. Und hier ist jetzt quasi die Steuerung. Und da muss ich jetzt quasi oben und unten gedrückt halten. Und dann resettet der sich. Tisch sauber, ich habe jetzt schon mal die Boxen hingestellt und den Monitor. Und ich habe direkt mal ausgemessen, dass er genau in der Mitte ist. 1,80er Tisch, Mitte ist so bei 90, also ungefähr hier so. Bevor der in die rechte Ecke kommt, kommt jetzt mal der linke dahin. Und dann werden wir den vierten Monitor befestigen. Ja, ich weiß, ist übertrieben, aber was soll es? Ah ne, gar nicht. Der soll ja gar nicht hier hin jetzt. Der soll ja dahin. Hat die Höhe und die ganz genaue Ausrichtung, müssen wir allein noch gucken. So, jetzt habe ich noch was besorgt. Das war eine richtig krasse Stange, woran der vierte Monitor angeschlossen werden soll. Ich hoffe, der hält. Oh, da muss so eine Gummimatte drunter, glaube ich. Warum hat denn keiner bei der Herstellung das da drunter geklebt? Nee, so ist billiger, wenn der Kunde das macht. Schön festgeklebt. Das hält er bestimmt noch besser. Der Monitor für den Streaming-Rechner ist natürlich jetzt kein 27 Zoll 2K-Monitor, so wie die anderen, sondern ein 24 Zoller mit gut 165 Hertz muss es nicht sein, weil wie gesagt, darauf wird ja nicht gespielt, sondern ist eigentlich nur so ein Monitor, um quasi alle Daten anzuzeigen, den Stream und so ein Kram. Das ist ja quasi VG258. Hatten die netterweise bei Asus noch rumliegen und den durfte ich dann mal mitnehmen. Der ist auch viel, viel leichter als die anderen, was auch natürlich besser ist für den Halter, der oben ist. Und vor allen Dingen wird er noch ein bisschen leichter, weil der Arm jetzt hinten abkommt. Nochmal ganz kurz generell zu dem Monitor-Setup. Natürlich braucht man keine drei Monitore, gebe ich vollkommen zu. Aber jetzt kommt es nämlich, was ich ganz geil finde, ist zum Beispiel, also zwei Monitore sind Minimum eigentlich. Wenn man zum Beispiel auf dem einen Monitor sein Schneidprogramm auf hat, kann man den anderen Monitor benutzen, um dort als Ablage zu verwenden. Also irgendwelche Dateien, die man dann sucht oder Fenster offen hat zum Reinziehen. Und der dritte Monitor ist quasi so ein kleines Luxusding. Da kann man dann zum Beispiel, keine Ahnung, noch ein YouTube-Video laufen lassen oder noch ein paar mehr Ablagen haben oder vielleicht mal Netflix drauf laufen lassen. Also das ist quasi so ein, ja, so ein kleiner Luxusgedöns. Und ja, und dann hat sich das eine zum anderen ergeben und dann dachte ich mir noch ein Streaming-Monitor darüber. Sieht ganz cool aus und braucht eigentlich kein Mensch, außer man ist vielleicht Programmierer oder arbeitet in einer Leitstelle, dann vielleicht schon. Aber so im Normalfall hätte ich, glaube ich, nur einen. Nee, sagen wir zwei. Das ist cool, der ist jetzt wirklich leicht, muss ich sagen. So, und jetzt kommt dieser wunderschöne Halter da dran. Und immer erst alle Schrauben ansetzen und dann über Kreuz am besten festziehen. So, das ist die Sache. Lassen wir den hier hängen? Nein. Ich habe nämlich noch was bestellt in weiser Voraussicht, was ich jetzt allerdings erst finden muss. Und zwar noch einen Verlängerungsarm, den ich da jetzt mal eben dran mache, dass der Monitor mehr zur Mitte kommt und dann auch mehr im Blickfeld ist, wenn man dann streamt. So, hier jetzt mal einen Doppelhalter dran gemacht. Also ist jetzt länger als vorher. Und jetzt werden wir das Ding mal da reinschieben. Oh, eigentlich schon hier so, ne? Also vom Prinzip her würde ich fast schon sagen so. Jetzt kommt so der andere Monitor drunter. Dann geht es ans Verkabeln so ein bisschen. Ich hatte schon überlegt, den hochkant zu stellen. Vielleicht dann... Ich bin gerade sehr unschlüssig. Und ein Vorteil wäre noch, hier vorne ist voll viel Platz, da kann ich trinken und da hinstellen. Ich glaube, ich lasse das so. Nächstes Problem, beziehungsweise das nächste, was wir lösen müssen, ist quasi, dass das wieder vernünftig dahinter kommt. Das ging vorher viel besser, weil ich halt diesen Widescreen-Monitor hatte. Davor war alles hier ausgerichtet, auch diese Platte, die hier drunter ist. Der Monitor ist jetzt ein bisschen kleiner und deswegen muss die Platte quasi ein bisschen schmaler gemacht werden und auch nochmal angesägt werden. Also die Platte, worauf das Ganze hier steht. Und wie man sehen kann, wenn ich die Sachen jetzt so verteile, wäre die Lampe quasi hinter dem Monitor, was natürlich nicht so gut ist. Also werden wir jetzt quasi die Platte einmal ansägen und hier vorne auch nochmal die Lampe versetzen. Two hours later. Tastatur und Maus ist von Asus direkt zweimal, also ich habe zweimal die ROG Claymore, weil ich die einfach cool finde. Vor allen Dingen kann man die von groß auf klein machen. Also man muss nicht unbedingt das Numpad dran haben und das finde ich halt gerade so gut daran. Ich weiß, dass man auch ein Programm laufen lassen kann, um beide PCs mit einer Maus und einer Tastatur zu steuern. Das ist mir bewusst, aber trotzdem möchte ich die beiden Geräte getrennt voneinander bedienen können.
Nee, das meine ich. Man hat einmal das Numpad, also wer es braucht. Und für Rechts- und Linkshänder kann man es quasi wechseln, rechte oder linke Seite. Und dann einmal noch die Tastatur, die dann so aussieht. Mechanisch und ja, wer die sich mal angucken möchte, Claymore in der Videobeschreibung. So, dann haben wir noch ein Kabel. Dann haben wir noch ein Elgato Stream Deck. Und Maus haben wir eine optische Gaming-Maus, und zwar die ROG Puccio. Meine ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, klar, durchs ständige Spielen und Arbeiten. Und die habe ich jetzt quasi auch zweimal, einmal für den einen, einmal für den anderen Rechner. So, Sachen liegen gleich alle und dann muss ich nur noch alle in den Schreibtisch stecken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ging jetzt gar nicht mal so schnell, alle Kabel zu sortieren, dann die passend hier reinzudrücken, dann die Länge, also alles, was quasi über ist an Kabel, ist in den Kabelkanal drin. Damit habe ich geschafft, nur eine Mehrfachsteckdose zu verwenden, so wie es sein soll. Alles befindet sich jetzt unterhalb in dem Kabelkanal in der Mehrfachsteckdose und ich konnte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein HDMI-Kabel, drei USB-Kabel und noch so ein paar andere Kabel entfernen. Die waren mittlerweile über an dem Tisch, weil ich vorher halt noch ein paar andere Sachen hier dran hatte, wie die Vive, Oculus und sowas. Und ja, ist ein bisschen entschlackt und wie das jetzt aussieht, zeige ich euch mal jetzt. So sieht jetzt von unten aus, die Kabel gehen hier quasi rein. Alles verteilt in diesem Kabelkanal und von dort aus geht es gebunden zu dem Rechner, also zu dem Loch, wo der Rechner steht. Und jetzt muss ich den Tisch erstmal wieder nach hinten schieben, damit ich dann die Kabel so ein bisschen finishen kann. Also ich muss jetzt quasi nochmal alle ja, auf eine Länge bringen, alle in den Kabelkanal oben stopfen und dann geht's. Von hinten sieht es dann so aus. Natürlich kann ich jetzt nicht allzu viel zeigen, weil hier ist extrem wenig Platz. Fertig verkabelt. Jetzt sind hier vier Monitore. Der ist, wie gesagt, vom Streaming-PC. Die anderen drei benutze ich zum Arbeiten und auch zum Stream. So, dann haben wir hier einmal die Claymore von ROG. Da ist ein Stream Deck von Elgato. Dann haben wir die Puccio. Da auch nochmal, also die Mäuse. Und da ist auch nochmal eine Claymore, weil die ist so schön klein, wenn man das Numpad abnimmt. Und eine Alexa habe ich da mal hingebaut. Oh nein. So sieht es jetzt von unten aus. Das eine Kabel, was da nur rumhängt, das ist provisorisch, weil das ist noch, also das, sobald das Interface da ist, kommt das weg. Und das andere liegt schon mal da. Ähnlich wie das hier, wo ich dann mein Headset dran anschließe. Und Mikrofonkabel habe ich ein bisschen außerhalb gelegt. Geht dann daher und dann hier hoch. Und das ist nochmal von den Lampen, von der Webcam. Und hier ist einmal die Stromversorgung, die dann hochgeht. Und hier ist auch noch ein USB-Kabel, weil ich hier manchmal was anschließe. Und hier kann ich jetzt Licht, Tisch ausmachen. Und sobald man hier Licht anklickt, gehen dann die beiden Lampen da oben an. Ist dann quasi geschaltet mit der Steckdose, die hinten in der Wand ist. Und wenn man den Knopf drückt, gehen die Vive-Sensoren an. Ich denke mal, das kommt aber noch bei einer vernünftigen Roomtour. Und vor allen Dingen ein bisschen aufräumen muss ich jetzt auch noch. So, ich dachte gerade schon, warum geht denn die Maus nicht? Und gut, die macht gerade noch ein bisschen Disco, muss ich eh noch einstellen. Problem war gewesen, oder ist, dass hier noch die Folie dran ist. Jetzt sollte die Maus aber dann gehen. Also nicht einschicken, die Maus, wenn die mal nicht gehen sollte, die Folie abziehen, dann fluchtet. Alles angeschlossen hat ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant, was ein bisschen blöd ist, weil jetzt muss das andere wieder auf ein paar andere Tage verschieben, wie den Rechner formatieren und alles nochmal neu installieren. Und Soundequip kommt dann sowieso, wie gesagt, in einem separaten Video. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das die Woche oder nächste Woche schaffe. Auf jeden Fall bleibt dran und vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wenn euch das Video soweit gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Werbevideo ist soweit immer drin, weil ich halt sehr, sehr viele Produkte immer zeige in den Videos. Und sicher ist sicher. Und ja, ansonsten habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!